Und dieses Thema, was da so durchklang, dieser Kommentar, genau das hat mich darin bestärkt zu sagen, das gibt es dann in Zukunft nicht mehr auf meinem Kanal. Denn mir Undankbarkeit vorzuwerfen, das finde ich schon ziemlich dreist. Zumal ich in jedem Video sage, in jedem Mystery Unboxing, dass ich euch unglaublich dankbar dafür bin, dass ihr mir das zuschickt. Ihr müsst es aber nicht. Ich nehme es gerne an, aber es gibt keine Verpflichtung, weder von eurer Seite noch von meiner. Und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euer Lieblingsgetränk ebenfalls an der Seite stehen, so wie ich meinen Kaffee. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Es handelt sich um ein weiteres Mystery Unboxing von zweimal Zuschauerpost. Einmal von einem kleinen Päckchen, nämlich vom lieben Frank Zito Original. Vielen Dank dafür, Frank. Da werden wir uns gleich als erstes drum kümmern. Und dann gibt es noch ein etwas größeres Paket vom lieben Martin. Martin, dafür auch vielen Dank. Darum kümmern wir uns gleich als zweites. Vorweg mache ich aber längst noch einmal eine kleine Ankündigung. Ihr seid nämlich hier heute Zeuge sozusagen eines historischen Videos. Es soll nämlich eines meiner letzten Mystery-Unboxing-Videos auf diesem Kanal sein. Es ist ja so, dass ich schon seit einigen Wochen immer so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen der Frage Mystery-Unboxings weitermachen, ja, Mystery-Unboxings lieber nein. Tatsächlich habe ich mich jetzt dafür entschieden, dieses Format fast gänzlich einstellen zu wollen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist einfach mittlerweile der Platzmangel. Es erreichen mich mittlerweile wirklich solche Pakete wie eben das zweite von Martin regelmäßig. Und ich muss einfach die Filme erstmal wegschauen. Ich brauche jetzt Zeit. Von daher ist es einfach so, ich kann nicht weiterhin diese Masse und diese Menge an Paketen bekommen, auspacken für euch und mir das alles irgendwo hier auf Halde legen. Das funktioniert nicht. Bei solchen kleineren Dingern wie das hier ist das alles kein Thema, wo so ein, zwei Dinge drin sind, ja? Kein Problem. Also von daher, es ist einfach im Moment das Platzding da, ja? Es wird einfach zu viel momentan. Und der zweite Punkt ist der, dass ich sowieso in den letzten Wochen, Monaten das Gefühl hatte, das Thema Mystery Unboxings nimmt viel zu viel Platz auf meinem Kanal ein. Da wollte ich eigentlich nie hinkommen. Ja, ich finde das ultra nett, wenn jemand von euch sagt, ich schicke dem lieben Sashi mal was zu. Ich möchte gerne, dass er da ein Video drüber dreht, wie er das auspackt. Aber Leute, ich bitte euch, wenn ihr es macht, ab sofort kontaktiert mich als erstes per E-Mail, ob ihr diese Pakete losschicken könnt. Denn ich werde ab sofort nicht mehr automatisch zu jedem Paket, was hier eintrudelt, ein Video drehen. Das muss euch bewusst sein, ja? Weil ich, wie gesagt, dieses Format zurückfahren möchte und erstmal die Filme wegschauen möchte, die mich in den letzten Wochen, Monaten so erreicht haben, ja? Und hin und wieder will ich mir ja tatsächlich auch nochmal eigene Filme kaufen irgendwo. Secondhand-Läden oder in irgendeiner Amazon-Aktion, ja? Das heißt, die Pakete, die jetzt hier noch liegen bei mir und die, die sich jetzt gerade aktuell noch auf dem Weg befinden, für die werde ich selbstverständlich noch ein Video drehen. Allerdings alles, was dann ab sofort kommt, ab heute, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, mir was zuschicken zu wollen, was größer ist als so, das ist ideal, das könnt ihr auf den Weg schicken, ja, aber was größer ist, kontaktiert mich bitte vorher in E-Mail-Form, ob es Sinn macht, ob ich derzeit ja, relativ satt bin mit Filmen oder ob ich dazu ein Video drehe oder. Wie gesagt, ich möchte dieses Konzept eigentlich erstmal so ein bisschen einschlafen lassen mit diesen Mystery Unboxings. Was hat mich jetzt dazu gebracht, zu sagen, ich tue es? Weil ich habe ja eben gesagt, seit Wochen überlege ich, ja, ob ich diese Mystery Unboxings zurückfahre. Ja, das war vor allen Dingen ein Kommentar unter einem meiner letzten Videos, und zwar, wo ich eine Cinema-Zeitschrift durchgeblättert habe, die sich ebenfalls in einem Mystery Unboxing befunden hatte. Und der Kommentar war sinngemäß ungefähr so: Diese Cinema-Hefte hast du doch von dem und demjenigen bekommen. Warum erwähnst du ihn denn nicht nochmal namentlich? Das wäre ja keine schöne Anerkennung für einen treuen Zuschauer und Abonnenten, der dir so viel zukommen lässt. So, dazu möchte ich jetzt mal eins sagen. Bei jedem Mystery-Unboxing nenne ich den Namen. Ich bedanke mich mindestens 5 bis 6 Mal bei demjenigen in dem Video, das Video, was ich tatsächlich nur ihm zu Ehren drehe, ja.
und packe die Sachen aus und sage, dass es eventuell noch das eine oder andere Video zu dem und dem Teil gibt. Wie oft soll ich mich denn bei jemandem bedanken dafür, dass er mir etwas zuschickt? Niemand ist verpflichtet, mir Dinge zuzuschicken. Ich habe mit niemandem einen Vertrag eingegangen. Ich freue mich wirklich einen Keks, wenn hier was ankommt. Wirklich, Leute. Aber ganz ehrlich, irgendwann ist auch mal Schluss. Ich kann auch nicht zu einem Film, den ich euch in 5 Jahren präsentiere, weil ich ihn mal irgendwann geschaut habe, sagen und ich danke nochmal dem und demjenigen, denn der hat mir das vor 5 Jahren zugeschickt. Das muss euch einfach bewusst sein und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Wenn ihr mir etwas zuschickt, gibt es keine Garantie ab sofort für ein Video. Es gibt keine Garantie, dass ich euch permanent irgendwo erwähne. Ja, das muss euch klar sein. Ihr verschenkt da Sachen. Das muss euch bewusst sein. Ich fordere diese Sachen nicht an. Ich bestelle die nicht bei euch. Und wenn ihr das nicht gut findet, dann lasst es. Dann lasst die Dinger bei euch und versucht sie irgendwo anders unterzukriegen. Ich habe mir dann natürlich diesen Kommentar nochmal ein bisschen genauer angeguckt, natürlich auch den Kanal. Tatsächlich ist es so, dass die Kommentare von diesem Kanal permanent nur unter einer bestimmten Art von Videos erschienen sind. Und diesen Kanal gibt es auch erst seit April diesen Jahres, also ist frisch erstellt worden. Ja. Okay, gut. Also, Rahmenbedingungen sind einfach jetzt gesteckt. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Schickt mir nicht mehr einfach blind was zu, meldet das per E-Mail an. Bitte nicht in den Kommentaren unter irgendwelchen Videos, sondern wirklich per E-Mail. Sashi, ich habe vor, dir eine Kleinigkeit zuzuschicken. Ist das in Ordnung? So, und dann kommen wir in so einen kleinen Austausch. Nichts mehr blind zuschicken, bitte. Ja. Dieses Thema, was da so durchklang, dieser Kommentar, genau das hat mich darin bestärkt zu sagen, das gibt es dann in Zukunft nicht mehr auf meinem Kanal, denn mir Undankbarkeit vorzuwerfen, das finde ich schon ziemlich dreist, zumal ich in jedem Video sage, in jedem Mystery Unboxing, dass ich euch unglaublich dankbar dafür bin, dass ihr mir das zuschickt, ihr müsst es aber nicht, ich nehme es gerne an, aber es gibt keine Verpflichtung, weder von eurer Seite noch von meiner, das muss jedem klar sein, ja, also, verstehe ich auch nicht so ganz die Intention dahinter. So, aber das, was jetzt hier noch liegt und das, was noch unterwegs ist, das machen wir. Und wir fangen sofort an. Ich habe hier mein spezielles Batman-Messer, was ja ebenfalls in einem Mystery-Unboxing letztes Mal drin war. Ich glaube, auch von Martin. Und tatsächlich war es so, da gab es dann auch schon wieder einen wilden Kommentar, als ich letztes Mal meine Blu-Rays ausgepackt habe aus der Amazon-Aktion. Die Unboxer immer mit ihrem Flexen mit den Messern. Flexen mit einem Messer? Wieso flexe ich mit einem Messer, wenn ich sage, dieses Messer war in einem Mystery-Unboxing und der Beschenker, der mich beschenkt hat, gesagt, damit kann ich in Zukunft die Kartons von Mystery-Unboxings aufschneiden. Wo flex ich denn? Ich meine, und selbst wenn ich jetzt hier demnächst eine Kettensäge à la Leatherface raushol, ja, dann ist das meine Art, ein Paket zu öffnen. Und haben wir keine anderen Probleme? Ganz ehrlich. Also nein. So, Leute, Schluck Kaffee und dann geht das los. Mit dem Bettmesser. Oh, ist das nicht geil, das Bettmesser? Boah, bin ich froh, dass ich sowas Elitäres habe. Boah, geil. Das wäre Flexen. Ja, ich finde das gut, das Bettmesser. Ich finde das wirklich klasse. So, und wir fangen jetzt an mit dem Kleinen von Frank Zito. So, dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Lieber Frank, wo geht's auf? Da oben? Ich glaube, ja. Wollen wir nicht so viel rumflexen hier. Wir wollen es ja nur aufschneiden. Ich wusste auch gar nicht, dass Leute sich... dass das, wenn man ein Messer hat und damit einen Karton aufschneidet, dass das mittlerweile schon dazu führt, dass das Flexen und Angeben ist. Irgendwas habe ich verpasst. So, dann wollen wir mal schauen hier. Ich habe es jetzt geöffnet. Wollen wir mal gucken. Hammer! Frank! Da kommen hier so viel Würste raus. Dieses ganze Füllmaterial, damit nichts kaputt geht. Okay, das schmeißen wir mal auf die Erde. Kann die Putzfrau dann nachher sauber machen. Shoot Fighter 1 und 2 in einem geilen Steelbook. Das unglaublich geil geprägt ist mit diesen Kämpfern vorne drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich nehme mal die Karte ab. Das ist richtig hier. Seht ihr das? Da kann man so mit dem Finger rübergehen. Ja? Guck mal. Hammer. Habe ich noch nicht in der Sammlung, Frank. Hundertfachen Dank. War da jetzt eigentlich ein Brief bei, den ich übersehen habe? Ich
Ich glaube nicht, ne? Nee. Die Rückseite. Die ist nicht geprägt. Was hat er denn, der Junge? Verstopfung oder kurz vorm Kampf? Und wenn man das Ganze dann aufmacht, Hammer. Einfach nur Hammer. Frank, wo hast du das her? Warum verschenkst du es an jemanden wie mich? Der ja ach so undankbar ist. Hammer. Wirklich. Obergeil. Von der Firma Nameless. Das gefällt mir richtig gut. Miriam Dabo ist dabei. James Bond Girl. Ach nee. Und dann haben wir noch hier so ein kleines Booklet. Behind the Scenes. Mit einer Menge Text. Guckt euch das an. Sehr geil. Werbung? Holen Sie dir alle, steht da. Ja, versuche ich dann. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Frank, ich danke dir inständig. Schreib bitte mal rein, wo hast du das geile Teil her? Ja, super. Es wird meine Sammlung richtig bereichern. Und wie ich bereits sagte, wenn das so ein kleiner Briefumschlag ist oder so ein Film oder zwei, dann könnt ihr das ruhig auf den Weg schicken. Da braucht ihr mich auch nicht kontaktieren. Ja, vielen Dank, Frank. Ja, bekommt einen Ehrenplatz bei mir in der Sammlung. Wenn es allerdings dann so ein Riesenpaket ist wie das hier, meldet euch per E-Mail zukünftig. Das schnallen wir jetzt auf. So. An der Seite. Ich komme gleich wieder. Vorsicht, Glas. Gut, habe ich gesehen, nachdem ich geschnitten habe. So, oh, mal gucken. Das ist ja schon wieder hier. Was haben wir denn hier? Friday the 13th, the final chapter. Sag mal, Martin, Blechschild, ist das denn noch, wo hast du das her? Bitte nichts extra für mich bestellen irgendwo. Wenn ihr irgendwas über habt, ist das vollkommen in Ordnung. Aber nichts extra bestellen, das sollt ihr nicht. Ja, vielen Dank. Klasse. Hast mir ja letztes Mal auch schon Blechschilder zugeschickt. Die haben schon Ehrenplatz in meiner Sammlung. Hellraiser 3, Hell on Earth. Sehr geil, oder? Pinhead? Sehr, sehr geil. Das Cover, dieses Motiv. Hammer. Ich liebe ja Blechschilder, ne? Ich liebe die Dinger echt. Ja, auch so ein Film, den ich in der Sammlung habe. Sehr geil. Killer Clowns from Outer Space. Oder das Ding hieß auch, glaube ich, Space Invaders, ne? Damals. Freigegeben ab 18 früher, mittlerweile runtergestuft auf 12. Der Film ist einfach nur putzig, hat eine super Atmosphäre. Ich liebe Killer Clowns from Outer Space, den Film. Wirklich, wirklich ein unterhaltsamer Trash-Film, so in Anlehnung der 50er Jahre früher. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Der DeLorean. Ist das der von Playmobil? Den habe ich nämlich, glaube ich, auch. Oder habe ich den größer? Nee, das ist nicht der von Playmobil, oder? Playmobil, der ist doch noch größer, glaube ich. Hier. Der DeLorean, zurück in die Zukunft. Hammer. Vielen Dank, ich bin geflasht. Martin, erzähl mal, woher hast du die Sachen? Warum gibst du sie weg? Ich bin gerührt. Dann haben wir Oldboy, Josh Brolin. Finde die Wahrheit und räche dich. Aha. Sagt mir gar nichts. Es gibt doch so ein Oldboy. Ist das ein Remake hier oder was ist das? Schreib mal rein hier, ja? Weiter geht's. Karate Tiger. Zwei Disc Box. Karate Tiger No Retreat, No Surrender. Ja, tatsächlich habe ich den. Der ist sogar noch original verschweißt. Wieso ist der denn noch original verschweißt, Martin? Erzähl mal. Den habe ich mittlerweile sogar doppelt. Ich habe ihn einmal auf Blu-ray, dann habe ich ihn einmal in einem Steelbook und jetzt habe ich ihn nochmal von dir bekommen in dieser zwei Disc Box. Kinofassung, US-Originalfassung, Remastered, internationale Fassung mit neuem Bonusmaterial. Da muss ich ja erstmal wieder abgleichen, welche Version ich jetzt in der Sammlung habe. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Dann haben wir... Große Klasse. Große Klasse und noch nicht in der Sammlung. Mike Krüger und Thomas Gottschalk in Piratensender Powerplay. Mein Gott, was habe ich den rauf und runter geguckt als Kind. Ich fand den ultra unterhaltsam, wo die beiden da so einen Radiosender führen und in so einem VW-Bus immer irgendwie durch die Lande fahren, in dem sie irgendwie nicht
zu fassen sind und dann da diesen illegalen Sender betreiben. Evelyn Hamann ist dabei. Das Ganze spielt auch noch irgendwie so toll, irgendwie, ich glaube, am Wörthersee oder so. Das ist natürlich dieser deutsche Klamauk Anfang der 80er, aber das ist deutsche Kinogeschichte pur. Piratensender Powerplay. Hammer, danke. Hardboiled. John Woo. Hardboiled. Ja, hart geboilt habe ich mich auch mal irgendwann. Ja, Hardboiled. Gibt es da nicht auch einen amerikanischen Film von Hardboiled? Irgendwie? Grandioses Actionkino von John Woo. Ja, Face Off im Körper des Feindes. Ja, ganz klasse. Mit John Travolta, ne? Und Nicolas Cage. Toller Film im Körper des Feindes. Hardboiled. Weiter geht's. The Blacklist, James Spader, die komplette erste Season. Eine Serie. Auch noch nie gesehen, weil ich ja nicht der große Serienfan bin. Es gibt einige Serien, die kann ich rauf und runter gucken. Wie zum Beispiel King of Queens. Aber das ist ja keine Serie, die aufeinander aufbaut. Weil, ich habe es, glaube ich, schon öfter mal gesagt, ich das ganz, ganz schlimm finde, dass die meisten Serien, lange nicht alle, aber viele Serien, im Laufe ihres Staffeldaseins immer mehr an Qualität einbüßen. Dann fängst du an mit Staffel 1, top, bist angefixt, Staffel 2, auch noch gut. Staffel 3, da merkst du schon, irgendwas wird seltsamer. Als Staffel 4 ist es meistens so, dass die Qualität runtergeht und sie hören einfach nicht auf. Sie hören einfach nicht auf, Serien weiterzudrehen und das nervt mich einfach bei Serien. Es gibt ganz wenig Serien, die ich gerne gucke. Weil die auch, wie gesagt, kein Ende haben. Also am liebsten gucke ich Serien, wenn sie komplett abgeschlossen sind, weil ich dann weiß, es hat ein Ende. Wenn ich dann allerdings lese, wie das Ende ist und das ist Mist, ja, dann kommt mir die Serie auch nicht ins Haus. The Blacklist. Okay. Ja, schauen wir mal, lasse ich mich überraschen. Staffel 1, wie viele Staffeln gibt es von der Blacklist, von der schwarzen Liste? Kann mir das einer sagen? Vielleicht weißt du es ja sogar, Martin. Weiter geht's. Ich greife jetzt einfach blind irgendwo raus hier, ne? Dann haben wir Watchmen im Steelbook. Watchmen. Gehört habe ich davon mal was? Gesehen nie. Superhelden. Aber ich glaube, was sind denn das für Superhelden? Watchmen the Movie. Ja. Kommt wahrscheinlich daher, dass ich nichts, aber auch gar nichts darüber weiß, sondern nur den Titel kenne, weil ich halt kein Superhelden-Fan bin. Kein großer. Ja? Ich bin kein großer Superhelden-Fan. Von innen natürlich super aufgemacht, dieses Steelbook, ne? Geil. Also ich lasse mich da gern überraschen, wenn das mal ein bisschen abseits dieser Pfade ist. Dieser typischen Superhelden-Pfade. Dann haben wir hier Iron Man. Ja, noch original verschweißt, ungeschnittene US-Kinoversion. Na, sind wir wieder im Superhelden-Bereich. Ja, ihr wisst ja eigentlich, wie ich so zu Superhelden stehe. Auch das muss euch klar sein, wenn ihr mir Pakete schickt, wo ihr einfach irgendwas reinballert an Filmen, dass ich natürlich auch sage, meine Meinung dazu. Irgendwann später, wenn ich die Filme mal gesichtet habe, natürlich in meinem Format Filme geschaut und beurteilt, aber natürlich auch, wenn ich sie jetzt hier auspacke. Und Superman gibt's für mich, ja, den mit Christopher Reeve. Batman ist für mich Michael Keaton oder George Clooney früher oder noch weiter zurück. Aber mit diesen ganzen neuen Superhelden, außer Tobey Maguire als Spider-Man, konnte ich bisher nie was anfangen. Ja, also ich bin einfach kein Superhelden-Fan. Selbst die alten Batman-Filme mit, was ich eben sagte, Michael Keaton oder Spidey hier, mit Tobey Maguire, ja, die gucke ich, aber es ist nie so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt so angefixt, ich bin jetzt Fan, ich muss diese Filme immer wieder gucken. Ne? Und das ist ja ein geiles Steelbook, da ist ja noch original verschweißt. Martin, ich hoffe nicht, dass du das extra gekauft hast. Was klippert denn da immer so komisch wie Geschirr? Oh, Hammer, und gerade, wenn ich von rede, ne? Wenn ich von rede. Spider-Man. Wahnsinn. Wahnsinn. Sag mal, warum verschenkt ihr sowas einfach so und dann an jemanden wie mich hier? Also, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich bin so gerührt und frage mich, womit habe ich das denn verdient? Spider-Man. Eben dachte ich, das ist irgendwie, das sind alle drei Filme mit Tobey Maguire. Scheinbar handelt es sich nur um den ersten Teil. Hinten drauf steht. Diese Spider-Man Deluxe Edition beinhaltet Film und Bonusmaterial auf zwei DVDs.
Stanleys Mutanten, Monster und Helden auf einer zusätzlichen DVD, ein individuell nummeriertes Xenotype, Kunstgrafik inklusive Reproduktion eines Einzelbildes vom Original-CGI-Computer. Was? Was ist los? Alexa, ich brauche Hilfe. Ich bin oldschool, ich schnall gar nichts. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Was ist da alles bei? Ein Filmbooklet und eine hochwertige Lithografie und einen exklusiven Nachdruck des Comics. Ist das da alles noch drin? Nee, hat sich jemand schon alles abgegrast hier oder was? Ja, also diese Originaldinger da, was da draufsteht, ist nicht drin. Die könnt ihr dann auch, wie gesagt, hier ist dann so ein kleines Booklet. Und das ist nur Teil 1? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Wird Zeit für ein Rewatch von Spider-Man, würde ich sagen. Guckt euch das bitte an. Guckt es euch bitte an. Hammer. Wirklich Hammer. Vielen Dank. Tatsächlich bin ich ein wenig sprachlos. Und ich kann nur immer wieder sagen, wo kommt das alles immer wieder her? Und warum verschenkt ihr es einfach so? Ich finde es natürlich toll. Ich finde es grandios, ja. Geil. Sehr, sehr geil. Weiter geht's. Wir machen mal hier oben weiter. Spider-Man. Ach, das ist wohl das... Was ist das? Das ist das Xenotype. Spider-Man weicht in einem brennenden Gebäude den messerscharfen Metallbumerangs des grünen Kobolds aus. Stimmt. Das macht er. Seht ihr das da? Das da ist dieser Filmschnipsel da. Das, was ich eben vorgelesen habe. Das ist das Bild und das ist dieses Filmschnipsel hier. Ist von Spider ist eine streng limitierte Kunstgrafik eines einzelnen, sorgfältig ausgesuchten, am Computer generierten Images, CGI, mein Lieblingswort, und beinhaltet einen Filmausschnitt, der von diesem CGI produziert wurde. Das Spider-Man-Bild wurde digital gescannt und von Experten mit modernsten Bildwiedergabe- und Drucktechniken auf Kunstdruckpapier reproduziert. Wahnsinn! Das gehört doch mit da rein, oder nicht? Hammer. Hammer. Wie kannst du das nicht verschenken einfach? Mensch. Klappert schon wieder was. Ja. Wakanda Forever. Martin, du weißt doch, wie ich zu Comic-Verfilmung stehe. Vor allen Dingen zu neuen Filmen von heutzutage, Mensch. Muss ich das gucken, oder... Ich weiß nicht. Sogar noch original verschweißt. Warum ist denn das noch original verschweißt? Weiter machen wir. Im Takt. Der Halunke. Ja, Jean-Paul Belmondo. Und das ist schon wieder eher mein Geschmack hier. Frei ab 18? Was? Der Halunke? Ein Film mit Jean-Paul Belmondo, der Halunke heißt, ist freigegeben ab 18 Jahren. Habe ich noch nicht in der Sammlung. Und das, obwohl ich Belmondo-Fan bin. Ach nee. Okay. Da seht ihr es. Frei ab 18 Jahren. Der Halunke. Eine rabenschwarze Komödie. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Kramer gegen Kramer. Hatte ich mit meinem Bruder in unserem Format die besten Filme aus dem Jahr sowieso. Nee, die erfolgreichsten Filme aus dem Jahr sowieso in deutschen Kinos. Und da hatten wir auch Kramer gegen Kramer. Hast du da aufgepasst, dass ich den noch nicht in der Sammlung habe? Dustin Hoffman, Meryl Streep in einem Ehedrama. Kramer gegen Kramer, ein wahres Drama. Ausgezeichnet mit 5 Oscars 1979. Kramer vs. Kramer. Rocky Balboa versus Ivan Drago. Ist das so ähnlich? Wir gucken mal. Bin ich sehr gespannt drauf. So, weiter geht's. Blacklist, die komplette 6. Season. 6? Jetzt habe ich 1 und 6? Was? Da muss ich ja jetzt erstmal nachher wirklich lesen, Leute. Was ist die Blacklist und worum geht es da? Und wie viele Nächte soll ich da sitzen? Wochen, Monate. Und das mir angucken. Was ist das? Eine Leerhülle. Was ist das?
Good Will Hunting. In dieser Audio-Video-Fotobild aus dem Jahre 11/2008, also November 2008, da lag der scheinbar bei. Damals gab es ja immer diese Filme, die beigelegt wurden, ne? In solchen Zeitschriften. Klappert schon wieder irgendwas. V wie Vendetta mit Natalie Portman, limitierte Auflage. Von den Machern der Matrix-Trilogie. Zweite Special Edition im Stahlbuch. Hier. Noch nie gesehen den Film. Oft damals überlegt, nimmst du ihn mit, nimmst du ihn nicht mit. Hab mich niemals mehr näher damit befasst. Bin dann natürlich gespannt drauf, wie der ist. Ja. Und ich muss ja sagen, letztes Mal habe ich ja so viel über Warner hergezogen. Ja, dass die immer ihren FSK-Flatschen vorne drauf machen. Hier hatte ich jetzt schon ein, zwei Filme, die das wirklich gut gemacht haben. Diese Steelbooks und so. Kein Flatschen drauf. Super gemacht. Ganz klasse. Blacklist. Komplette siebte Season. Was? Siebte? Das ist ja siebte. Jetzt habe ich 1, 6 und 7 von der Blacklist. Wie viele Staffeln gibt's? Bin überfahren. Irgendwo muss doch das sein, was da immer so klappert. Ich geh mal darüber. Von Liebe und Schatten, Antonia Banderas und Jennifer Connelly. Das Plakat kenne ich, dieses Motiv, wo Banderas mit Jennifer im Clinch liegt und sie ein wenig genauer unter die Augen nimmt. Aber gesehen habe ich das Ding noch nie. Noch nie. Noch nie gesehen. Vor dem Hintergrund einer gnadenlosen lateinamerikanischen Militärdiktatur erzählt der Film eine bewegende Liebesgeschichte von Irene, jung, intelligent und schön, und Francisco. Francisco, okay. Bildformat 4:3, Vollbild. Hoffentlich geht da nicht so viel flöten vom Bild. Ja, gucken wir mal. Auch noch nie gesehen. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich bin offen für alles. Ich bin sogar offen für Wakanda Forever. Oder wie heißt der da? Nee, der Wakanda. Wie heißt das da? Wakanda. Wo ist er? Wakanda? Wakanda Forever, das ist doch der zweite Teil. Oder nicht? Wie heißt denn der erste Wakanda? Sogar dem werde ich eine Chance geben. Ich kann euch aber noch nicht versprechen, wann. Weiter geht's mit einem... Was ist das wieder? Hunting and Sports. Jagen und Sport? Ach, schon wieder so ein Ding hier. Was ist das? Nightmare. Never Ending Nightmare Messer. Ein Never-Ending Nightmare-Messer. Okay, jetzt kriege ich das wieder nicht zusammen. Ach doch, ich muss das Ding darüber machen. Warte, so. Ja, vielen Dank. Martin, du glaubst, denke ich mal, ich habe irgendwie ein Messerproblem, ne? Und jetzt kommen natürlich wieder die aus dem Häuschen, die sagen, jetzt flext er mit dem nächsten Messer. Er flext mit dem Messer. Der Unboxer flext mit dem Messer. Okay. So, weiter geht's. Was haben wir da? Noch ein. Was? Martin, was ist denn mit Messern? Hier einen auf Messerwerfer machen, wie im Octopussy, dem Bond-Film mit den Zwillingen. Mischka und Grischka. Und was ist das jetzt? Ich kriege nicht auseinander hier, das Ding. Wieder. Wieder mal. Es sieht lila aus. Ich kriege es nicht auf. Oder muss ich es da aufmachen? Da. Ah! Joker! Why so serious? Okay. Joker. Wo hast du denn die ganzen Messer her? Ist das eine Messersammlung, oder? Oder was ist das hier? Batman-Messer, hier Nightmare-Gedöns-Messer und er hier. Joker-Messer. Dann haben wir hier The Blacklist, die achte Staffel, die ist sogar noch original eingespeist. Da hat wohl keiner mehr Bock gehabt, nach der siebten weiterzugucken. Oder? Was ist das denn für eine Serie?
Irgendwas mit FBI und weiß ich nicht, müsste ich gucken. So, jetzt habe ich 1 und dann von 6, 7 und 8. 1. Wo ist 2, 3, 4 und 5? Sein Name ist Mad Dog, Robert De Niro, Uma Thurman und Bill Murray. Auch schon älter, der Film. Auch noch nicht in der Sammlung. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Bill Murray sehe ich gern. Robert De Niro sehe ich gern. Uma Thurman sehe ich gern, weil das noch ein unverbrauchtes Gesicht ist. Das ist so eine Schauspielerin, die ist nicht so oft irgendwie aufgetreten, wo ich sage, ich habe die irgendwie über oder so. Dann haben wir Uwek Orange, Stanley Kubrick. Auf DVD. Sein Kultfilm. Ja? Was steht drauf? Brillant, eine Tour de force aus ungewöhnlichen Bildern, Musik, Dialogen und Gefühlen. Mit dem originalen Kinoplakatmotiv vorne drauf. Sehr geil. Vielen Dank. Weiter geht's. Karamell. Ja, esse ich gern. Vielen Dank. Karamell. Worum geht's in Karamell? Freigegeben ab 0 Jahren. 5 Frauen auf der Suche nach einem kleinen Stück vom großen Glück. Darauf ein Schluck Kaffee. Ich lese euch jetzt mal ein paar Sätze vor, die bekannte Zeitschriften über den Film gesagt haben. Zum Beispiel die Elle hat geschrieben, Karamell lässt uns dahinschmelzen. Die Brigitte hat geschrieben, ein bezauberndes Märchen. Der Tagesspiegel hat geschrieben, liebevoll, betörend und unwiderstehlich. Kulturnews hat geschrieben, ein großer Film, eindrucksvoll. Die TZ hat geschrieben, ein von Herzenswärme glühender Film. Karamell. Oder Caramel. Noch nie von gehört? Keine Ahnung, was das sein soll. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, nur weil ich es nicht kenne. Man kann ja nicht alles kennen, auch wenn man viel kennt, ne? Die Patriarchin Iris Berben. Keine Ahnung. Iris Berben kenne ich aus SketchUp mit Dieter Krebs früher, diese Comedy-Sendung. Das Erfolgs-TV-Event mit Iris Berben. Lügen, Intrigen und kriminelle Machenschaften. Von wann ist das denn? Aus welchem Jahr? Ich finde nix. Muss schon älter sein, weil noch ein alter FSK-Flatschen hinten drauf ist. Ja, das ist noch dieser alte. Und es sind 2 DVDs. Hauptfilmteil 1 und 2 und Hauptfilmteil 3 und Bonusmaterial. Gut. Hoffentlich hat die Patriarchin das nicht gesehen. Jetzt aber zu spüren gekriegt, habt ihr gesehen, ne? Weiter geht's. Die Reifeprüfung, ja, Dustin Hoffman. Kultfilm mit ihm als junger Mann, der verführt wird. Die Reifeprüfung. Soundtrack, war das nicht dieser Garfunkel? Ja, wie heißt der noch? Garfunkel? Ja, ja, ich glaube ja. Simon und Garfunkel. Hey, Mrs. Robinson. Hey, hey, hey. You, Mrs. Robinson. He loves you, no man. Geht schon wieder los mit mir. Jetzt haben schon wieder die ersten Hater abgeschaltet. Wahrscheinlich schon eher. Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann. Noch nicht in der Sammlung. Vielen Dank dafür. Martin, ich danke dir natürlich bisher für alles, auch für die Filme, wo ich gesagt habe, bisher kann ich vielleicht nichts mit anfangen. Natürlich danke ich dir trotzdem dafür. Männer für fast jeden Job mit Judge Reinhold, Jane Seymour, Eddie Albert und Danny DeVito. Noch nie von gehört. Jane Seymour, James Bond Girl aus Leben und Sterben lassen. Lass ich mich überraschen. Männer für fast jeden Job. Schauen wir mal, welche Jobs das sind. About Schmidt, Jack Nicholson, außergewöhnlich, ein Meisterwerk, auch mit Kathy Bates dabei, habe ich auch noch nicht in der Sammlung. Soll ja auch ein sehr, sehr guter Film sein mit ihm, mit Jack Nicholson. Na?
Jack Nicholson ist auch so ein Schauspieler, den kann ich immer sehen. Den kann ich sogar sehen, wenn man ihn heimlich filmt. Irgendwie auf YouTube gibt es Leute, die haben ihn gefilmt beim Einkaufen. Selbst da hat er diese Mimik und Gestik drauf, wie in seinen Filmen. About Schmidt. Vielen Dank. Casino. Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Ist das nicht auch so ein Mafia-Film? Die einen sagen, großartig, ein Meisterwerk. Und viele andere sagen, mit dem kann ich so gar nichts anfangen. Ein Langweiler vor dem Herrn. Da werde ich mich mal schlau machen, wie der ist. Ich habe ihn noch nie gesehen, Leute. Ja, gucken wir mal. Audiokommentar ist drauf. Casino. Weiter geht's. Mit Homeground. Homeground? Noch nie von gehört. Noch nie. Billy Bob Thornton ist dabei und Kelly Lynch. Homeground. Noch nie gehört, Leute. Kennt ihr die? Schreibt mir ruhig mal was rein zu den Filmen, wenn ich hier sage, kenne ich nicht, noch nie gesehen. Ja, sagt mir überhaupt nichts. Schauen wir mal. Weiter geht's. Das letzte Einhorn habe ich in der Sammlung. Tatsächlich. Ja. Märchenhafter, traumhafter Zeichentrickfilm. Sehr düster, mit einer düsteren, unheimlichen Stimmung dabei. Exit, Lauf um dein Leben mit Mads Mikkelsen, Alexander Skarsgård. Auch noch nie von gehört. Und noch nie gesehen. Und das Ding hat ein Wendecover. Also wenden wir mal eben ganz geschwind, um den hässlichen Flatschen wegzukriegen. Fand ich übrigens auch sehr witzig. Unter meinem letzten Video, wo ich die Blu-Rays ausgepackt habe von Amazon. Und das scheint ja so eine Warner-Aktion gewesen zu sein. Und Warner macht ja immer kein Wendecover. Und da habe ich mich ja oft aufgeregt in dem Video, dass die kein Wendecover machen. Ja. Und es war witzig, witzig. Einer schrieb, er finde das richtig gut, dass ich das immer wieder erwähne, denn nur so kann man vielleicht irgendwie seiner Meinung Ausdruck zeigen, indem man immer wieder das auch sagt, was einen stört. Und ein anderer schrieb, es hat ihm ein wenig den Spaß an dem Video verhagelt, weil ich permanent gesagt habe, der Flatschen stört. Ja, ich bin aber leider einer, ich kann nicht schweigen, wenn mich etwas nervt. Das ist einfach so. Und wenn es mich immer wieder nervt, weil die Firmen nerven mich ja auch immer wieder damit. Warum sollte ich nicht immer wieder sagen, der Flatschen nervt mich? Die dürfen mich nerven, aber ich darf sie nicht nerven, oder wie? So, und auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ne? Ich bin ja immer so jemand, der sagt, Mensch, wenn man so ein bisschen aktiv ist, dann muss man auch seine Stimme erheben. Was nützt es, wenn du ewig in deinem Kämmerlein sitzt und sagst, ach ja, ist ja ein alter Hut, wird sich eh nichts mehr ändern. Ja, dann kann ich auf dem Sofa sitzen bleiben und gar nichts mehr tun. So, weiter geht's mit Takedown. Lou Diamond Phillips, Estelle Warren und Deborah Kara Unger. Noch niemand gehört was von dem Film. Aber meistens sind solche Filme, von denen ich noch nie was gehört habe und die auch keine großen Blockbuster sind, sind das so Filme, die mich oft flashen auf ihre Art. Ja? Vielen Dank dafür. Mal gucken, wir sind gleich am Ende. Aber doch nicht, da liegt noch was quer. King Kong habe ich genau in dieser Version von 1976. Ja? Ich liebe diesen King Kong-Film. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ja, ich finde ihn besser als den Schwarz-Weiß-Schinken. Kann ich mir nicht angucken. Ja, auch wenn jetzt wieder ein Shitstorm kommt und sagt, ja, das ist Kult und das war das der Vorreiter für eine ganze Generation Film. Ja, das mag ja sein. Aber ich kann ihn mir einfach nicht angucken, dieses Schwarz-Weiß-Film da. Und tatsächlich finde ich ihn auch besser als den King Kong von Peter Jackson. Das hat mich ultra genervt, dass da irgendwelche Saurier und King Kong 10 Minuten oder noch länger wie Computerwesen CGI animiert in irgendwelchen Lianen hängen, irgendeinen Abgrund runterstürzen, miteinander kämpfen, brüllen. Nee, das war auch nichts. Das hier ist mein King Kong. Habe ich allerdings genau in der Version in der Sammlung, lieber Martin. Dann haben wir Bad Lieutenant, Nicolas Cage, Eva Mendes, Cop ohne Gewissen. Muss ich mal eben wenden, weil es gibt ein Wendecover. Zack, rein damit. So. Schauen wir mal.
Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ja, ich glaube, das ist auch nichts für mich. Ich weiß nicht, ich kann dem ja mal eine Chance geben, aber Schwedens Antwort auf Forrest Gump, ein herrlicher Unsinn. Okay, gucken wir mal. Schauen wir mal. Sage mal, Kid Knight Rider. Wo kommt der denn her? Hier, kannst die Türen öffnen. Dann geht vorne das Ding los. Die Lampe. Und ich kann nur wieder sagen, vielen lieben Dank. Also, 2, 3 Filme kann ich immer noch verstehen, aber so ein Riesenpaket mit solchen Dingern wie auch den DeLorean aus Zurück in die Zukunft oder Kit hier, der auch noch blinzt, oder die Blechschilder. Alter, ich meine, das ist wie Weihnachten hier und Ostern und Geburtstag zusammen. Leute, ich kann es dir nur danken, indem ich dieses Video für dich mache, Martin. Ja? Wo immer du die Dinge auch her hast. Vielen lieben Dank, egal was es ist. Dann haben wir Krieg der Welten mit Tom Cruise, Steven Spielberg in Höchstform. Ich glaube, den fand mein Bruder ganz gut. Hat er das nicht mal gesagt? Ich glaube ja. Ich habe ihn noch nicht in der Sammlung. Den Krieg der Welten. H.G. Wells, glaube ich, ne? Nach einem Roman von H.G. Wells. Den gibt es ja auch noch in Alt. Den Film. Der 13. Krieger mit Antonio Banderas in diesem Klassiker-alten Retro-Plastikschnapper hier, ja. Da habe ich auch schon einige Filme von. Manchmal waren sie verkeilt, dann hast du sie nicht aufgekriegt, habe ich letztes Mal schon gesagt, so wie heute. Hier. Jetzt. Der 13. Krieger. Die nächste, die rausfällt. Ja, das muss alles auf dem Transportweg passiert sein, in dem die Post unachtsam war. Nein, da sind schon so ein paar Zähne abgebrochen in der Mitte hier von diesem Zahnrad, wo das immer befestigt ist. Der 13. Krieger, Antonio Banderas. Auch noch nicht in der Sammlung. Gutes Näschen. Godzilla 2, King of the Monsters. Ja, Martin, CGI überbordend, ne? Wenig Herz für mich, wenig Leidenschaft, viel Klimbim, viel Bromborium, viel Tralala. Muss ich gucken. Muss ich gucken, ob das was für mich ist. Godzilla vs. King Kong. Hättest du mir jetzt so ein paar reingetan hier von den alten Toho-Studios hier, die alten Godzilla, das wäre so mein Ding. Weißt du, echte erwachsene Menschen in Gummikostümen, die da kämpfen. Dann haben wir Godzilla. Wer gehört denn jetzt wozu? Welcher Godzilla-Film kommt jetzt zuerst? Oder welcher King Kong? Ist das eine Reihe, eine Serie? Keine Ahnung. Dann haben wir Hard Rain. Ja, Morgan Freeman, Christian Slater. Hol tief Luft, du wirst sie brauchen. Richtiger Klassiker, ich glaube aus den 90er Jahren noch, ne? Ja, einmal irgendwann im TV gesehen. Habe ich nicht daheim, habe ich nicht in der Sammlung. Jetzt habe ich ihn und irgendwie sieht das ziemlich cool aus. Ja, Hard Rain. Da freue ich mich auch drauf. Auch so ein Film. Alarmstufe Rot 2. Letztes Mal gab es Teil 1, jetzt ist Teil 2 da mit dem Zug. Sehr geil. Steven Seagal. Hammer. Vielen Dank. Kong Skull Island. Da haben wir dann die ganzen 9 Verfilmungen. Die, wo, sage ich mal, 95% am Computer hergestellt wurden. Dann haben wir Gesetz der Rache mit Gerard Butler und Jamie Foxx. Auch noch nie gesehen in so einem Steelbook, wo vorne der FSK-Flatschen tatsächlich draufgedruckt ist. Wie toll. Super. Sowas will man doch. Da gibt man doch gerne fast 30 Euro für ein Steelbook aus. Ironie off. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. So sieht das Ganze von innen aus. Chapterwahl. Okay. Dann haben wir Mexican, Brad Pitt, Julia Roberts, eine heiße Liebe. Wendecover ohne FSK-Logo. Beide sehe ich gern, Brad Pitt wie auch Julia Roberts.
Mexican auch noch nie gesehen, aber schon diverse Male früher in der Hand gehabt. Vor allen Dingen, als das Ding rauskam. Wendecover, steht nicht umsonst drauf, wenden wir. So. So sieht es dann aus, wenn es gewendet ist. Dann haben wir original verschweißt Kasper, das Gespenst, für 5,99. Ja, Martin, ich weiß nicht, ob ich mir den angucken werde. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ehrlich, ich glaube eher nicht. Dann haben wir Der Mondmann mit Superstar Jim Carrey in der besten Rolle seines Lebens. Kann ich nichts zu sagen. Wirklich. Der beste Jim Carrey aller Zeiten. Grandios. Zum Heulen komisch, steht hinten drauf. Der Mondmann. Mit der Filmmusik von R.E.M. Man on the Moon. Da ist die DVD. Weiter geht's. Gleich sind wir aber wirklich durch. Walking Dead. Nein. Überhaupt nicht meins. Leider. Mit Walking Dead kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich stehe auf die Zombie-Filme der 70er und 80er Jahre. Ich stehe vor allen Dingen auf Dawn of the Dead und Day of the Dead. Ja, von 78 und 85, glaube ich, von George A. Romero. Night of the Living Dead lasse ich mir auch noch gefallen. Aber mit dieser Zombie-Serie Walking Dead habe ich nie einen Zugang zu gehabt. Ich habe, glaube ich, dreimal versucht, sie mir anzugucken. Nee, war nix. Es war nix. Zweite Staffel Walking Dead. Ja, ist das denn mit dem Wendecover eigentlich? Nee, kein Wendecover. Was klippert da denn immer? Idris Elba, Luther, Staffel 2. Was ist denn jetzt mit der Blacklist hier, mit den Staffeln 2, 3, 4 und 5? 2, 3, 4 und 5. Ich kann doch nicht Staffel 1 gucken und dann 6, 7 und 8. Wie geht das? Kann ich nicht machen. Luther. Dann Luther Staffel 1. Ja, das passt ja dann. Wie viel gibt's davon? Eine BBC-Serie, ne? Ja. Idris Elba. Ist das nicht der, der als James Bond in Frage kommen soll? Okay. Jetzt sind wir aber gleich durch. Dann haben wir die dritte Staffel von Walking Dead. Wie gesagt, Martin, ist nicht meins. Ne? Ja, schön aufgemacht alles. Wenn ich ein Fan der Serie werde, würde ich es wahrscheinlich abfeiern hier gerade. Und dann haben wir noch Phantomkommando. Auf Blu-ray. Ja, da muss ich ja mal reingucken, welche Version das ist. Ich habe den auf DVD im Director's Cut, der noch ein wenig härter sein soll. Muss ich mal gucken, ob die Szenen hier drin auch sind oder ob sie fehlen. Steht da irgendwas hinten drauf? Nö. Steht nichts drauf. Muss ich gucken. Was haben wir denn da, wenn man es wendet? Ah, so sieht's von innen aus. Lass Dampf ab, Bennett. Und dann haben wir die bedruckte Blu-ray. So, gehen wir wieder rein. High Definition. Ist übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Arnold Schwarzenegger. Phantomkommando, völlig überspitzt, völlig überzogen. Fast comicartig kommt der daher. So, jetzt ist gleich Schluss. Es ist gleich Schluss. Irgendwas ist hier noch. Was ist das? Was ist das? Kommt hier noch. Hier ist was auseinandergegangen, glaube ich. Warte mal. Also erstmal, was ist das? Wo geht das auf? Oder ist das gar nichts? Samuel L. Jackson, Heft DVD 11 2009, Computerbild. Cayman's Valentine. Was? Kenne ich nicht. Und es ist ja auch so, Martin, das, wie soll ich mir das in die Sammlung stellen? Ohne Cover, ohne alles. Ist
jetzt nichts für mich als Sammler, ne? Und dann, was hier so geklimpert hat, war einmal das. Ist das eine Kette? Halskette oder was ist das? Dann haben wir hier noch so eine Marke. John Rambo. Haben wir noch. John Rambo, hier. Guck her. Geht nicht. Stellt nicht scharf. Ist auf jeden Fall die Marke von John Rambo. Und dann ist da noch was drin. Hier sind noch so ein paar Teile. Warte. Ein Stein. Wie so ein Stein. Wieso kriegt ein Stein? Ja, vielen Dank für meinen Steingarten. Nehme ich den Stein. Das ist der erste Stein für meinen Steingarten. Bisher habe ich noch keine anderen. Und hier ist auch irgendwas. Weiß ich nicht. Gehört das denn zu Rambos Marke oder was ist das hier noch? Ach nee, das gehört, glaube ich, zum DeLorean. Kann das sein? Hier so ein kleines Teil noch? Ich glaube ja, ne? Oder? Muss ich gucken nachher. So, Frank Zito und Martin. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch. Ihr wart einige der letzten von den großen Mystery Unboxings hier. Ich glaube, ein oder zwei kommen jetzt noch. Ich glaube, eins ist noch unterwegs. Eins liegt hier noch auf Halde. Es kommt auch demnächst. Ich danke euch wirklich. Ich kann euch nur sagen, ich kann dem nichts entgegensetzen. Ich kann euch nur in aller Form dafür danken. Ihr müsst mir nichts schenken. Ihr seid zu nichts verpflichtet. Trennt euch nur von Sachen, wo ihr wirklich denkt, die braucht ihr nicht mehr. Da danke ich euch wirklich für. Ich werde das jetzt alles mal sichten, was kommt in Frage zu gucken. Es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich sage, das ist gar nicht meins. Das werde ich wahrscheinlich gleich aussortieren. Das ist, müsst euch auch immer im Klaren sein, muss euch auch bewusst sein, dass das ja nicht immer meinen Geschmack auch trifft. Ja, also es muss euch einfach klar sein. So. Ich danke euch, wie gesagt, für alle, die mit dem Gedanken spielen, mir was zuzuschicken. Denkt dran, was ich euch am Anfang des Videos erzählt habe. Nur noch vorweg per E-Mail sich bei mir melden, ob ich derzeit offen bin für Mystery Unboxings und. Ich werde nicht mehr automatisch Mystery Unboxings in Zukunft drehen. Wenn hier etwas eintrudelt und es ist was Kleines, wie eben von Frank, dann werde ich das mal in so einem Video vorweg auspacken oder hinten dran, je nachdem, oder in der Kaffee mit Sashi Show. Aber ich werde jetzt nicht mehr diese riesen Pakete hier auspacken und auch nicht mehr annehmen können. Ja, also wie gesagt, das hier war so das letzte mit und jetzt kommen, glaube ich, noch zwei ungefähr und dann war es das. Ich sage nochmals herzlichen Dank an alle, die mir jemals was zugeschickt haben und ich sage auch herzlichen Dank gerade an euch beide hier, weil ich hier heute für euch das Video gemacht habe. Kaffee ist alle. Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Lasst es mich hier unten wissen. Kennt ihr die Filme? Was sagt ihr zu den Filmen? Vor allen Dingen zu den Filmen, die ich jetzt nicht kenne, wo ihr von mir rausgehört habt, dass ich die noch nie gesehen habe, dass ich gar nicht weiß, was es ist. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, schaut die weiteren Videos hier auf meinem Kanal und dann sehen wir uns demnächst wieder bei einem weiteren Video und sage, schaut Filme.